Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Malt Mariners. Ich bin Leon und ich möchte heute mit euch im Whisky einmal eins über das Thema Scotch Whisky sprechen. Heute sprechen wir über das Thema Scotch Whisky und ich erkläre euch ein bisschen, was Scotch Whisky ist und was es mit dem Begriff auf sich hat. Scotch Whisky heißt erstmal nichts anderes als: Ich bin ein Whisky aus Schottland. Schottischer Whisky ist im Grunde ein interessanter Sonderfall, denn die Schotten haben nicht nur eine extrem lange Whisky-Tradition, sondern legen eben auch extrem viel Wert auf die Qualität ihres Whiskys. Dafür haben die Schotten die Scotch Whisky Association, die SWA, die sich seit vielen, vielen Jahrzehnten um die Qualitätssicherung von Whisky kümmert. Schottischer Whisky unterliegt dabei ganz konkreten Regularien, die in anderen Ländern nicht zwingend gelten. Beispielsweise muss ein Whisky, der in Schottland hergestellt ist, mindestens 3 Jahre in einem Eichenfass reifen. Andere Länder, wie beispielsweise Irland oder Deutschland, müssen nicht zwingend Eichenfässer verwenden. Eichenfässer haben sich aber als das ideale Fass herausgestellt, in dem man Whisky reifen kann, und dementsprechend reifen auch die allermeisten Whiskys auf der Welt in Eichenfässern. Die Mindestreifezeit für Scotch Whisky liegt bei 3 Jahren. Das heißt, jeder Whisky, egal ob für 5 Euro aus dem Supermarkt oder für 1000 Euro aus dem Internet oder bei eurem Fachhandel, ist mindestens 3 Jahre gereift. Ein wunderbares Beispiel dafür ist der Queen Margaret 3 Years Old. Das ist ein relativ günstiger Whisky von Lidl, der kostet 7 Euro. Wir haben dazu ein Verkostungsvideo gedreht. Wenn es euch interessiert, schaut gerne rein. Und der Queen Margaret ist auch das erste Beispiel von Whisky, über das ich mit euch sprechen möchte, nämlich den sogenannten Blended Scotch Whisky. Ein Blended Scotch Whisky ist eine Whisky-Sorte, die aus den schwereren und komplexeren Malt Whiskys und den sehr leichten Grain Whiskys verheiratet wurde. Das heißt, mehrere Whisky-Sorten wurden vermischt, um so ein Cuvée zu erzeugen, also eine Mischung aus verschiedenen Whisky-Typen. Blended Scotch Whisky ist in der Regel ein sehr günstiger Whisky, dementsprechend können wir auch für 7 Euro bei Lidl einkaufen, während der Malt Whisky in der Regel teurer ist und der Grain Whisky eben zum Verschnitt für den Blended Scotch Whisky produziert wird. Es gibt allerdings auch hochwertige Grain Whiskys. Whisky-Fans, die sich schon lange mit Whisky beschäftigen, probieren auch gerne mal einen Grain Whisky. Hier haben wir beispielsweise einen Cameron Bridge. Es gibt aber auch noch andere Grain Whisky Brennereien, die eben einen sehr leichten Getreidewhisky herstellen, der nicht wie der Single Malt aus Gerste hergestellt wird. Oder zumindest nicht nur aus Gerste hergestellt werden. Der reine Gerstenwhisky ist das, was wir in Schottland als Single Malt Scotch Whisky bezeichnen. Ein klassischer Single Malt, aus meiner Sicht gut als Einsteigerwhisky geeignet, ist der Glenmorray. Der Glenmorray 15 kostet ungefähr 45 Euro. Ich würde euch, wenn dann, zum Einstieg eher den Classic empfehlen für 22 Euro. Oder ihr greift direkt zu einem Produkt um die 30, 35 Euro. Da gibt es eine große Auswahl an verschiedensten Brennereien. Es gibt ungefähr 120 verschiedene Malt Whisky Brennereien in Schottland. Die Wahl ist unglaublich groß und ich kann euch nur empfehlen, sich da wirklich durchzuprobieren. Wer einen sehr rauchigen Whisky probieren möchte aus Schottland, denn dafür sind die Schotten auch bekannt und berüchtigt rund um die Welt. Sehr viele Menschen glauben, dass jeder Scotch Whisky rauchig ist, dem ist nicht der Fall. Der Glenmorray beispielsweise ist nicht rauchig. Ein Laphroaig beispielsweise ist aber sehr, sehr rauchig. Wenn ihr also einen rauchigen Whisky probieren möchtet, könnt ihr Single Malts von der Insel Islay probieren. Laphroaig, Ardbeg, Beaumont, Kilhoman, Coolila und so weiter. Es gibt hier eine große Bandbreite an Single Malts, wo man sich durchprobieren kann nach Lust und Laune. Abschließend möchte ich noch was zur Schreibweise sagen. Wenn ihr einen Scotch Whisky vor euch habt, wird dieser Whisky immer ohne das E vor dem Y geschrieben. Wenn ihr einen irischen Whisky, also einen Irish Whisky vor euch habt, wird der immer mit dem E vor dem Y geschrieben. Und in den USA beispielsweise hat sich die Schreibweise der Iren eingebürgert. Allerdings gibt es hier auch Ausnahmen. Beispielsweise Maker's Mark schreibt seinen Whisky ohne E vor dem Y. Nachdem Schottland eine sehr lange Whisky-Tradition hat und viele Brennereien schon seit einigen hundert Jahren bestehen, haben die Schotten auch sehr viel alten Whisky in den Lagerhäusern. Der wird mittlerweile aber knapp und deswegen steigen auch die Preise für den alten Whisky immer weiter. Wer also gut ausgereifte, volle, voluminöse, würzige Whiskys probieren möchte und teilweise auch rauchige Whiskys, der ist in Schottland definitiv gut aufgehoben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video und lasst mir einen Daumen da. Wenn ihr noch andere kurze, knackige Infovideos von uns haben möchtet, lasst uns doch gerne einen Kommentar da und wir orientieren uns daran. Ich sage erstmal Dankeschön, bis später. Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Malt Mariners mit mir. Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Malt Mariners heute mit mir.
Die Mindestreifezeit für Scotch Whisky beträgt 3 Jahre. Das heißt, jeder Whisky, egal ob ihr einen billigen Supermarkt Whisky aus. Die Mindestreifezeit für Scotch Whisky liegt bei mindestens. Das ist geil.